Hallo in die Runde. Zum Spiel. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen könnten. War dann von uns heute nicht das Spiel, was man von Würzburg auch kennt, dass wir auch mal ein bisschen defensiver stehen können, dass wir dem Gegner auch mehr den Ball lassen, dass wir dann auf die Ballgewinne, uns die Ballgewinne erarbeiten, dass wir die dann auch auflösen und dann auch in die Tiefe spielen. Das war so unser Plan. Mit Ball wollten wir schon natürlich mehr Ballbesitz haben, aber wir waren da in den Phasen nicht so ruhig drin. In der ersten Halbzeit konnten wir die Ballgewinne noch nicht so gut auflösen, sind wir viel dann auch wieder hinterhergelaufen nach Ballverlusten. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner bis auf die Torchance und den unnötigen leichten Fehler von uns, wo dann am langen Pfosten vorbeigeht, eigentlich der Gegner top vom Tor weghalten können, hatten viele Ballgewinne, hatten auch Umschaltaktionen, somit auch das Tor gemacht. Wir hatten ja mit Pointig noch einen Torschuss, mit Baumann noch einen Torschuss, Kaufmann nochmal. Und da hat man schon gesehen, dass es dann auch, ja, dass es positiv war. Über die 90 Minuten, wie gesagt, sind wir froh, dass wir den Dreier mitgenommen haben. Und ja, wir haben auch dann am Ende gesehen, dass das Team dann auch von außen, wie wir gepusht haben, wie wir dann auch auf dem Platz zusammengestanden sind, dass wir den Dreier unbedingt mitnehmen wollten. Und ja, auch mal, ich will nicht von dreckigen Sieg reden, weil die klaren Chancen war schon, aber natürlich die Ballbesitzphasen bei 60 immens. Gucken wir, dass wir regenerieren. Mittwoch geht schon wieder zu Hause weiter, dann Mittwoch, Samstag, Dienstag, Freitag. Also das sind dann, in 9 Tagen 4 Spiele. Das ist natürlich schon brutal, aber müssen wir runterkommen und können wir jetzt mal glücklich sein. Vielen Dank. Ja, vorab Gratulation Würzburger Kickers zum Dreier bei uns zu Hause. Ja, tut natürlich im ersten Moment weh, aber dass man mal ein Spiel verliert, das gehört auch zu dem Spiel dazu, auch wenn man sich natürlich das in keinem Spiel wünscht. Wir haben, glaube ich, heute sehr, sehr gut angefangen, gutes Pressing, ja, gute Szenen gehabt in unserem Spiel, waren präsent, dominant, haben dann ja durch einen individuellen Fehler das 0-1 nehmen müssen, waren zwar dann weiterhin aktiv und versucht, vor der Halbzeit noch das Tor zu machen, waren aber dann nicht zwingend genug, außer ein abgefälschten Distanzschuss von Dressel, glaube ich, war dann wenig zwingendes mehr in der ersten Halbzeit drinnen. Zweite Halbzeit haben wir uns dann, glaube ich, das Tor haben wir uns genauso vorgenommen, wenn wir das erzählen wollen. Und waren dann wieder zurück im Spiel. Leider hat uns dann wieder ein individueller Fehler im Spielaufbau, wo wir dann defensiv hinten Nikos sortiert waren. Das 1-2 mussten wir dann nehmen und dann war es, denke ich, ganz schwer, im dritten Spiel bei 3-mal Rückstand wieder zurückzukommen. Wir haben alles versucht. Von dem her, wie gesagt, nehmen wir die Niederlage so hin und schauen, dass wir das gut verarbeiten. Und am Dienstag geht es wieder weiter. Es ist nichts passiert. Die Saison ist nicht zu Ende. Es gibt noch 24 Punkte zu holen. Und jetzt geht es darum, dass wir in Jürlingen zurückkommen. Und dann wieder Punkte holen, um dann wieder in eine gute Position für den Finish zu kommen. Ja, es lag sicherlich an Würzburg. Würzburg hat gut verteidigt. Die haben das gut gemacht und uns wenig Räume gegeben. Und dann, wenn wir Chancen gehabt haben, auch vor der Halbzeit mit Lex, wo er einen halben Schritt zu spät war, dann haben wir leider die letzte Präzision vermissen lassen. Aber man muss einfach auch die defensive Qualität von Würzburg anerkennen. Die haben sich den Dreier, glaube ich, ja hier verdient. Und wir haben heute leider dann, konnten wir am Schluss dann auch mit den Wechseln dann immer das 2-2 erzwingen. Ja gut, ich denke, dass in der englischen Woche der eine oder andere Spieler dann schon müde war. Von dem her haben wir uns dann mit den Wechseln einfach dann immer frischen Wind versprochen und versucht dann immer umzustellen, um auf das Spiel vom Gegner zu reagieren. Ja, das gehört auch zum Fußball dazu. Also Marco hat uns jetzt, seit ich hier bin als Trainer, ganz, ganz viele Punkte gerettet. Und heute hat er da mal einen Fehler gemacht
hat aber dann, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, hat sich mit dem Fehler dann nicht aufgehalten, hat dann uns bei mehreren Aktionen immer im Spiel gehalten. Also von dem her, das ist so, Tore fallen aus Fehlern, und natürlich, wenn der Torwart so wie heute mal so richtig daneben greift, dann ist es bitter. Aber Marco Lungen, der ist ja stabil und zuverlässig im Torwart, und der wird ja uns auch in den letzten Spielen, jetzt in den nächsten 8 Spielen, glaube ich, nur viel Freude bereiten, und wird ja, sich für die Mannschaft auch wieder seinen Wert dann zeigen.